Nochmal verliere ich nicht gegen euch. Und los geht's. Ach, wir haben ein beschissenes Blatt. Gut, dass wir diese Karte hier haben. Die wird uns helfen, das zu kriegen, was... Arschloch. Super Start. Super Start. Könnt mir gar nichts Besseres jetzt vorstellen. Oh nein. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Ach komm, schlimmer kann es doch gar nicht mehr werden, oder? Jetzt will er seine Harpien verstärken. Das muss ich annullieren. Nein, er schweißt was ab. Und dann lädt mein Effekt. Oh je, das sieht nicht gut aus. Wie im letzten Part. Ich glaube, das verlieren wir nochmal. Ja, die ist okay. So eine habe ich gebraucht. Die hat genauso viele Verteidigungspunkte, wie sein Monster Angriffspunkte hat. Das könnte jetzt allerdings gefährlich werden, wenn er sein Monster verstärkt. Hoffentlich macht er es nicht. 2000 Angriffspunkte Monster gespielt. Scheiße. Es wird auch noch durch den Feldzauber verstärkt. Ah, bitte, Rad falsch. Rad falsch, bitte, damit ich was machen kann. Ich will mich nicht nur verteidigen wollen. Rad falsch. Nein. Scheiße. Meine Abfangkanonen. Ich hasse dich. Dich und deine 2000er Monster, so früh auch. Das ist scheiße. Jetzt wird wahrscheinlich wieder ein Kuai Mairo Monster spielen und dann mich wieder angreifen. Oder er macht es so, spielt gleich noch ein weiteres Monster, jetzt aktiviert es der Effekt seines Monsters. Und er kriegt ein weiteres Kriegermonster aufs Feld, wahrscheinlich den Kuai Mairo. Oder stimmt doch. Nein, ein Raser von Kuai Mairo, hurra. Genauso schlimm. Ich hasse jetzt alles, was den Namen Kuai Mairo in seinem Deck, in seinem Namen hat. Das ist echt nicht, das ist nicht gut. Das macht keinen Spaß. Habe ich jetzt gerade meine Belastungsprobe nicht aktiviert? Oh Gott, was ist denn los? Jetzt haben wir wieder ein bisschen Schaden bekommen. Ich habe das falsche Deck gegen die. Ja, er hat ein 2200er Monster. Okay, wisst ihr was? Ich gebe das jetzt einfach auf. Das macht keinen Sinn. Ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Deck. Und jetzt kommt wieder diese... demütigende Animation, hurra, ja, Spiel, ich hab's kapiert, ich bin scheiße, okay, schön, dass du es mir reinwürgen möchtest. Meine Zombies werden euch das fürchten lehren und ich werde meine bittere Rache bekommen. Ihr mit euren 2000ern, was? Glaubt ihr, ihr seid stark? Tja. Ich greife jetzt einfach mal an. Aha, Spiegelkraft. Oh nein, eine Tributbeschwörung. Wenn diese Karte jetzt nochmal beschworen wird, oh Gott, jetzt kommt's. Kannst du ein Kuai Mairo in deinem Friedhof auf dem Spiel entfernen, um bis zu zwei Karten zu zerstören, die deinen Gegner kontrollieren. Er macht den Effekt. Nein! Nein! Ey. Das macht keinen Spaß gegen euch. Ihr seid zu assig. Langsam werde ich richtig wütend auf die zwei. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich ein paar von euch, die sagen, hey, ich habe beim ersten Versuch gegen die gewonnen. Ist mir egal. Oh, die Karte rettet meinen Hintern. Bitte zerstör nicht meine Schwerterkarte. Die habe ich groß gezogen, lass das! Die sind aber auch auf alles vorbereitet. Ah, genau, die haben immer die perfekten Karten. Jetzt ist der Moment, an dem ich mich aufregen werde. Ich reg mich jetzt auf. So, ich reg mich jetzt verdammt nochmal auf. Jetzt machen sie mich nochmal alle. Komm, greift mich an. Greift mich ruhig an. Spielt einfach immer die Karten, die ich mir als letztens wünsche. Genau. Genau. Jetzt macht mich alle. Na los, ich hab's verdient. Genau. Juhu. Genau. Macht mich ruhig fertig. 2000 Punkte Schaden. Ja, ich habe verloren, okay. Ich habe keinen Punkt von euch Schaden zugefügt. Ich bin scheiße. Ich kann kein Yu-Gi-Oh! Spielen. Ihr seid die Kings in diesem Spiel. So, das reicht mir langsam mit den Lappen hier. Ich komme nicht an die vorbei. Das fasse ich doch nicht. Normalerweise verliere ich nie gegen die. Aber ausgerechnet im Let's Play scheite ich gegen die. Da komme ich mal jetzt ein Anti-Deck gegen die. Extra. Ruft ständig so ein scheiß Typ an, Entschuldigung, aber ich bin gereizt, ja. Und wenn ich jetzt noch höre, dass das jetzt das Telefon bimmelt, dann werde ich einfach nur aggro. Ich bin jetzt sowas von aggro jetzt, ja. Ich muss mir jetzt total beherrschen, damit ich keine vulgären Ausdrücke sage.
Wenn es jetzt zerstört, ist es nicht so schlimm. Wir kriegen einen zweiten. Außer er zerstört es mit dem Effekt. Hey, der ist auch echt auf alles vorbereitet. Ich stehe drauf, wenn du mich direkt angreifst. Das macht mich so richtig geil. Alter, welcher Lappen ruft das ständig an? Ich habe keinen Bock daran zu gehen. Check's endlich. Kann er nicht aufhören? Ich bin gerade beim Let's Play aufnehmen. Ich gehe nicht ran. Und selbst wenn es Obama ist, ich gehe nicht ran. Ah, ich verstehe, auf was die spielen. Der eine spielt auf 2000er Monster. Mit einer hohen ATK. Und der andere, der spielt darauf, die Zauber- und Feinkarten zu cleanen. Und es funktioniert. Alter, der Typ ruft schon wieder an. Es ist mir egal. Mann, Gepiepse da draußen. Telefon, hier Gepiepse von der Musik. Frust in meinem Kopf. Schlimmer geht's nicht mehr. Ah, immer kriege ich 1000 Lebenspunkte. So, ich greife jetzt dein Monster an. Das! Entschuldigung. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich habe keine Karten mehr, ich habe keine auf dem Spielfeld. Ich habe dreimal vorhin gegen die verloren, hintereinander. Der Gegner hat fast alles, was er hat. Ich habe zwar mehr Lebenspunkte, aber das wird sich jetzt in diesem Moment ändern. Da ruft ständig so ein Arschloch an. Ich bin wütend, ich bin aggro. Was will man mehr? Entschuldigung für die ganzen Ausdrücke in diesem Part, aber es stimmt. Jetzt wird er gleich eine Synchro-Beschwörung machen. Mit meinem eigenen Empfängermonster. Ja, okay, wir haben wieder verloren. Jetzt ruft er schon wieder an! Halt die Fresse, scheiß Telefon! Okay. Ich muss mich beruhigen. Aber wenn das Telefon noch mit Schild, dann raste ich aus. Dann nehme ich das Telefon, schmeiß es auf den Boden, tritt drauf und sag: Halt die Fresse, ich gehe nicht dran. So, ich muss mich jetzt beruhigen. Ich muss jetzt ein bisschen wieder runterkommen hier. Kann ja nicht sein, dass ich mich hier die ganze Zeit so aufrege. Okay, ist in Ordnung. Tornado ist okay. Können wir den Angriff annullieren? Ja, wir können ihn annullieren. Allerdings annulliere ich den Angriff von seinem stärkeren Monster. Und das ist der Tornado in dem Fall. Nein, ich reg mich nicht auf. Das Telefon! Okay, jetzt aktiviert sich der Effekt. Ist doch okay. Was hat er jetzt gemacht? Warum geht mein Monster down? Warum? Was ist hier los? Was ist hier los? Es glaubt gar nichts mehr in diesem Part. Alles ist am Arsch. Jetzt habe ich wieder kein Monster auf dem Feld. Mir mangelt es immer an den Monstern. Er zerstört die immer. Und dann kann ich nichts spielen. Ich habe immer Tributmonster und ich kann nichts spielen. Wo ist ein Strick? Ich will mich erhängen. Der Telefon! Ich gehe mal ran. Ich gehe jetzt mal ran. Ich muss mich irgendwie beruhigen. Jetzt hat er aufgelegt. Nein, ich werde ihn nicht cheaten. Sonst kriege ich wieder ein paar Beschwerden. Hey, du hast gecheatet. Macht man nicht. Ich hasse dich. Dislike. Die Abo. Schlechter Kommentar. Spamme. Geflame. Ich hasse dich. Deine Mutter ist scheiße. Deswegen cheate ich hier nicht. Denn solche Kommentare regen mich mehr auf als das Zeug hier. Oh nein, 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 nein. Telefon! Das Deck von denen ist zu stark. Es rusht mich hier weg. Nein, Telefon, leck mich. Leck meine Eier. Ich rufe die Polizei, ich schwör's euch. Ich rufe so an. Hey, so ein Typ ruft ständig bei mir an. Ja, was machen Sie denn dann? Warum schalten Sie Ihr Handy nicht aus? Ich weiß nicht, wie es geht. Ach, Sie wissen nicht, wie es geht? Tja, dann ist es nicht mein Problem. Und der Todesstoß. Ich sag jetzt nicht freuen darüber, wie lange ich für diese zwei Deppen gebraucht habe. Das ist echt nicht mehr schön.
Thank you.